Ja! Moin Leute, herzlich willkommen zurück hier bei eurem Lieblings-YouTuber. Ach, ich bin gar nicht euer Lieblings-YouTuber. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich finde meine Videos auch scheiße. Ihr findet KS-Streak viel witziger. Das da vorne ist eine Kuh und ich nenne sie Angelina, weil das witzig ist. Ja, habt ihr denn etwa einen anderen Humor oder was? Also findet ihr das nicht witzig oder was? Und da frage ich am besten mal meinen Freund Martin. Martin, was hältst du denn davon? For fuck's sake. Weil mir immer so viele Leute in den Kommentaren schreiben, dass ich so viele Abos mehr verdient habe, aber sie trotzdem nicht meinen Channel weiterempfehlen wollen, habe ich mir jetzt einfach gedacht, dass ich trotzdem jetzt einfach famer YouTuber werde. Und ich hoffe mal, niemand hat gedacht, dass ich das Ganze hier einfach nur zum Spaß mache oder so. Nein, Leute, obwohl ich schon seit anderthalb Jahren hier YouTube mache und trotzdem noch keinen Cent damit verdient habe, mache ich das Ganze natürlich nicht zum Spaß. Die ersten beiden Schritte, die ein großer YouTuber braucht, um Fame zu werden, habe ich jetzt schon geschafft. Denn diese fast schon Tourette-artige Begrüßung, die ich am Anfang gemacht habe, ist essentiell wichtig für ein gutes YouTube-Video eines riesen Fame-YouTubers im Jahr 2016 in YouTube Deutschland. Und alle Leute, die mein letztes Video gesehen haben, werden, denke ich mal, wissen, dass ich diese komischen YouTuber-Fanpages auf Instagram unglaublich hässlich und eklig und peinlich finde. Und als ich letztens morgens aufgewacht bin, habe ich auf Instagram geguckt und wer hat mich da abonniert? Digga, was? Wollte mich... Da ist doch irgendeiner von euch kleinen süßen Charlies auf die Idee gekommen, einfach mal so eine lustige Fanpage zu erstellen. Oh mein Gott, wie mich das wirklich angewidert hat. Könnt ihr es euch gar nicht vorstellen. Wirklich unglaublich süß. Unglaublich süß. Aber so eine Instagram-Fanpage zu bekommen, ist natürlich auch ein ziemlich großer Schritt, ein großer YouTuber zu werden. Denn jetzt mal ohne Scheiß, ich denke mal, so eine YouTuber-Fanpage zu haben, ist schon etwas ziemlich Wichtiges, um bei kleinen, jungen Zuschauern zu landen. Das strahlt so eine Art Prestige aus. Denn so ein neuer kleiner Abonnent nämlich das Gefühl, dass mich meine Abonnenten mögen würden. Was natürlich nicht der Fall ist. Genau das lockt junge, dumme, kleine Zuschauer. Und auf die ziele ich ab in meinen Videos. Denn ich meine, auf das letzte Video hatten wir, glaube ich, bei 900 Aufrufen oder sowas 250 Likes oder sowas. Und ich glaube sogar fast über 100 Kommentare. Und das, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine Überlegungen in meine Videos stecke und die total scheiße sind. Denn die alleinige Überlegungszeit für ein Video dauert vielleicht so 1 bis 2 Stunden mit Aufschreiben und sowas alles dann noch. Dann nehme ich pro Video vielleicht nochmal eine Stunde hier live auf. Dann schneide ich das Ganze nochmal zusammen, so flott in 3 Stunden oder sowas. Ah, die Con finde ich gar nicht so schlecht in der Lobby. Und dann uploade ich das 3 Stunden lang. Ich habe so viel Zeit investiert, glaube ich, jeder gute COD-YouTuber in Deutschland. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt so angenommen, ich hätte wirklich nur 3100 kleine Kinder als Abonnenten, dann hätte ich vielleicht 300 bis 350 Likes, ja? Und bestimmt noch mehr Kommentare. Gut, da wäre jetzt natürlich in jedem Kommentar ein Rechtschreibfehler drin, aber solange die schreiben, ich liebe dich mit Herzchen und sowas alles, ist mir das doch egal. Wenn ich mir die Kommentare überhaupt durchlese, mache ich natürlich eh nie, ne? Und Antworten auf irgendwelche Fragen, Digga, bin ich denn dumm oder was? Die Zeit, die ich dadurch verschwenden würde, kann ich einfach mal ins Geld ziehen verwenden. Auf Kommentare antworten, Alter, wer macht das denn noch? Ah, warte, ich bekomme gerade eine Nachricht rein. Warte, ich kann im Jahr 2016 immer noch MW3 Live-Commentaries bringen, wo sich wirklich gar keine mehr für das Spiel hier interessiert. Die Kids klicken einfach da drauf, nur weil die Thumbnails gut sind. Ja, nice. Ach, und ich kann auch einfach sagen, dass ich jetzt viel mehr Lust auf Vlogs und sowas habe. Nicht einfach, weil die leichter zu produzieren sind oder sowas, sondern einfach, weil ich darauf mehr Lust habe oder wie. Ach, solange irgendwie eine Frau oder sowas im Thumbnail oder im Video zu sehen ist, gucken das die Leute trotzdem. Aber den Kids wird doch irgendwann auffallen, dass ich das nur wegen dem Geld mache, weil das hat ja auch viel mehr Klicks und sowas alles und viel mehr Erfolg, weil es wird doch den Leuten irgendwann auffallen, oder nicht? Also ich meine, die Abonnenten sind vielleicht dumm, aber ich meine, so dumm nun auch nicht. Ach, das fällt dir nicht auf. Okay. Achso, ja, dann scheiß mal auf den ganzen Gaming-Kram hier. Das macht überhaupt gar keinen Spaß mehr. Darauf erstmal Effekt. Ach, und außerdem will ich großer YouTuber werden, damit ich auch endlich mal meine Meinung öffentlich sagen kann. Und einfach jeden kritisieren kann, wo ich meine, dass er zu kritisieren ist. Denn sind wir natürlich mal ehrlich, ja, wenn ein kleiner YouTuber einen größeren YouTuber kritisiert, ja, dann ist das natürlich nicht, weil irgendwie berechtigte Kritik oder sowas ist, ja. Ist einfach nur neidisch, weil er nicht der große YouTuber ist. Ganz klar. Ich würde wirklich dafür töten, jeden Tag irgendwie mit irgendwelchen kleinen Scheißkindern Selfies machen zu müssen. Ich meine, solange die mein Merch kaufen, ist mir das doch sowas von scheißegal. Boah, ey, jeden Tag mit so kleinen Kindern Selfies machen, ey, das wäre wirklich ein Traum. Und dann auch noch irgendwie Kritik äußern über große YouTuber, das wäre wirklich so toll. Ich weiß, Stylus, dass du dich jetzt bestimmt hier angesprochen fühlst, ja? Denn was du dir da letztens geleistet hast, ging einfach gar nicht, ja? Du bist einfach nur frustriert, dass du nur 10.000 Abos hast, ja? Und deswegen meinst du, große YouTuber öffentlich zu kritisieren auf Twitter? Leute, ist dir noch ganz gut im Kopf. Ich meine, ich kenne Stylus jetzt schon gut 2 Jahre oder so und er ist zu mir persönlich sogar immer nett gewesen. Und wir haben auf der Gamescom 2015 immer ziemlich nah aneinander geschlafen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt mal auf Ernst, was fällt dir eigentlich ein, Stylus? Denkst du, mit deinen 10.000 Abos darfst du hier öffentlich Kritik äußern oder was? Mein Freund, du hast wirklich eine ganz schön große Fresse dafür, dass dich keiner kennt. Und den Spruch würde ich mir wirklich aufschreiben, ja? Okay, du hast vielleicht Kritik zu äußern und die ist vielleicht auch berechtigt, ja? Aber das darfst du doch nicht einfach so sagen. Du hast keine 100.000 Abonnenten, du hast nur irgendwie 13.000 oder so ein Scheiß. Mit so Leuten diskutiere ich echt gar nicht. Weißt du was, Stylus? Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Aber für mich bist du ein Blödian. Ja, du hast richtig gehört. Da habe ich das Scheißding hier aktiviert.
Who's the best in the game? Und außerdem kann ich dann als großer YouTuber endlich ein Video über Tanzverbot machen. Denn ist er wirklich so unverdient, dass der Typ so viel Reichweite hat und so viele Abonnenten hat, die er gar nicht verdient hat. Dass er von YouTube natürlich noch lebt, finde ich natürlich mega ungerecht. Weil ich ein großer YouTuber bin, der dann mehrere hunderttausend Klicks am Tag macht, mache ich einfach ein Video über ihn, wo ich seinen Namen komplett erwähne, damit ihr aufhört, ihn zu schauen. Denn ich denke mal, das wird wirklich super funktionieren und keiner wird auf seinen Kanal kommen und Videos von ihm anklicken. Das kann doch nur funktionieren. Nee, warte mal. Das macht gar keinen Sinn. Nein, das macht wirklich keinen Sinn. Aber nee, ich finde das gut so und das macht Sinn. Das macht Sinn für mich. Und wenn das übrigens so ist, dann bitte abonniert mich nicht auf Instagram. Liked nicht dort alle meine Fotos, weil mir das nicht gefällt. Das ist wirklich richtig dumm, wenn ihr das macht. Die Fotos sind eh alle hässlich. Ja? Müsst ihr euch gar nicht von überzeugen. Ja? Die Fotos sind wirklich alle hässlich. Also gebt da wirklich keine Likes auf Instagram. Das wäre wirklich ziemlich doof. So traurig das jetzt vielleicht für die meisten von euch klingen wird, ja? Aber Tanzverbot ist für mich ein besserer YouTuber als 90% der großen YouTuber, die in den letzten 2 Jahren groß geworden sind. Denn er hat einfach ein Konzept, was mich unterhält. Ohne Scheiß, Leute, dieser Typ hat mich, glaube ich, öfter zum Lachen gebracht als irgendein KS-Freak oder sowas. Ich finde sogar, dass sein Fame verdienter ist als bei 90% der großen YouTuber. Jetzt wirklich, jetzt ohne Scheiß. Aber irgendwas habe ich doch jetzt immer noch vergessen, damit ich großer YouTuber werde. Das Wort war irgendwas mit Platz und Produkt oder sowas. Vielleicht hilft mir der lecker Energy Drink von Effect Energy einfach mal ein bisschen auf die Sprünge. Nee, keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen wollte. Das war's jetzt aber auch wieder von diesem Video. Wenn ihr mir einen Kommentar unter diesem Video da lassen wollt, aber keine Ahnung habt, was ihr kommentieren wollt, dann schreibt einfach Hashtag Effektverbot in die Kommentare. Immer wenn euch diese Bereicherung an YouTube gefallen hat, dann lasst einfach mal eine Bewertung da. Oder ich denke mal, ihr wisst, was zu tun ist, ja? Ja, Leute, das war's von mir. Oh Gott, bin ich behindert, Alter. Oh, tschüssi. No. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. Halleluja, no, da, man, im Mund. Das da vorne ist eine Kuh. Oh. We'll